Naja, eigentlich sind wir Lärmstudiengang, aber eigentlich auch nicht. Wirtschaftspädagogik studieren tue ich einfach, weil ich es extrem wichtig empfinde, die Jugend zu bilden. Typischerweise kommen Wirtschaftspädagogen in Berufsschulen zum Einsatz. Unterrichtsvorbereitung, Durchführung und natürlich die Bewertung von Schülerinnen und Schülern gehören dazu. Ich denke, eine der wichtigsten Eigenschaften für angehende Lehrkräfte ist es, offen gegenüber neuen Lehrmethoden zu sein. E-Learning und digitale Tools gewinnen immer mehr an Bedeutung. Ich beschäftige mich mit jungen Menschen und wenn ich da irgendwie Berührungsängste habe, wäre das schwierig. Also da muss ich offen sein und ich muss natürlich auch in der Lage sein, vor vielen anderen Menschen zu sprechen. Gefragte Fähigkeiten, Kommunikations- und Teamfähigkeit, gutes Ausdrucksvermögen, soziale Kompetenzen, Interesse an Wirtschaft. Wirtschaftspädagogen schulen auch Mitarbeitende und Führungskräfte. Sie arbeiten in der Personalentwicklung und kümmern sich um die Ausbildung von Azubis und Studierenden. Sie analysieren die Bedarfe und erstellen passende Schulungsprogramme, beispielsweise zu den Themen Finanzmanagement, Marketing oder Unternehmensführung. Im Unternehmen ist es so, dass wir die Möglichkeit haben, die Auszubildenden gezielt vorzubereiten, indem wir ein praxisähnliches Szenario im virtuellen Raum simulieren können und dadurch erste Handlungsschritte den Auszubildenden erstmal beibringen können, bevor sie dann tatsächlich im Werk an den Maschinen stehen. Studieninhalte, Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftswissenschaft und Informatik, Erziehungswissenschaft, Statistik, Theorien des Unterrichtens. Das Studium dauert 6 bis 8 Semester. Danach hört das Lernen nicht auf. Wirtschaft und Pädagogik entwickeln sich ständig weiter. Das Besondere ist, dass wir die Themen, die gesellschaftlich relevant sind, in unsere Module immer tagesaktuell aufnehmen. Ein Beispiel ist Nachhaltigkeit. Wie können wir Mitarbeitenden und Unternehmen dafür sensibilisieren, dass sie nachhaltiger handeln müssen? Wirtschaftspädagogen forschen zum Beispiel an der kontinuierlichen Verbesserung von Bildungssystemen und Bildungspolitik. Ich habe mich für das Studium entschieden, weil ich schon immer in den Bereich Lehre gehen wollte, mich aber nicht einschränken wollte auf die Schule. Und mit dem Studium der Wirtschaftspädagogik habe ich halt zahlreiche Karrierewege. Beschäftigung, zum Beispiel Lehrkraft an Berufsschulen, Personalwesen, Beratung. Weiterführendes Studium, zum Beispiel Coaching, Erziehungs- und Bildungswissenschaften. Man sollte auf jeden Fall den Kontakt mit Menschen lieben. Ja, auch kreativ, selbst kreativ zu werden. Dann ist es bestimmt nicht ungünstig, auch gute sprachliche Fähigkeiten zu haben oder auch mathematische Fähigkeiten. Aber da reicht, glaube ich, ein mittleres Niveau. Und ganz wichtig ist, man braucht das Interesse, dass man später Menschen in ihren Lernwegen begleiten will. Und wenn man darauf Lust hat, dann ist Wirtschaftspädagogik der beste Studiengang.